Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen hier bei The Division, also Tom Clancy's The Division mit mir, dem Odo. Und wir machen jetzt direkt weiter hier an der Nummer. Schon wieder mein. So. Und Mauspfeil ist weg. Jetzt, wenn ich mal am Bildschirm bin, habe ich eine neue Ladung Styropor gebracht. Bei Ihnen alles klar? Ja, wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. Bei Ihnen alles klar? Ja, wir stellen schon die nächste Ladung her. Wir müssen jetzt reichlich Vorrat haben. Okay. Ah, Styropor, Napalm. Schön. Okay. Naja, etwas verstörend. Agent, wir müssen eine Nachschublieferung sichern. Gemeinsam schaffen wir das. Aber ich bin ehrlich froh, dass du da draußen bist und nicht ich. Denk dran, du bist was Besonderes. Die meisten Menschen, die mit so vielen schwer bewaffneten Gegnern konfrontiert wären, würden das nicht überleben. Haben Sie sich irgendwo versteckt? Ich übermittle die Koordinaten. Danke. Vielen, vielen Dank. Gibst du noch nicht mal was? Meine Güte, was für schlechte Menschen hier schon wieder. Werkzeug. So. Denkt ihr tatsächlich, ich lasse zu, dass ihr weiter raubt, mordet, plündert und etc. Fallschirm. Hier liegt Nachschub, medizinisch Material, alles man braucht. Warnung, eintreffende Gegner. Diese Bastarde. Oh. Nachladen. Kommen euch schon die Tränen. Du bist tot. Na komm, geh doch mal weg da. Ah, dieses scheiß Deckungssystem. Manchmal will er sich einfach nicht von der Deckung lösen, egal was du machst. Das ist manchmal leicht frustrierend. Warnung, eintreffende Gegner. Hört auf die Ware zu schießen, ihr Arschkram. Waren es alle oder kommt da noch eine? Warnung, eintreffende Gegner. Scan von wo? Da. Warnung, Ware wird beschossen. Aufpassen, Minute! Das wird uns ein Vergnügen sein. Ich sehe ihn. Böser Fehler. Erledig den Wichser. Sie haben Alex. Jetzt zu Boden, Arschloch. So. Aufs Maul. Warnung, eintreffende Gegner. Komm, gib mir den Ping frei. Das wird lustig. Steh auf, verdammt! Trenngas! Er macht uns leicht. Fehler, Alex! Oh, hallo, Agent.
Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Ja, gute ja. Arbeit. Ja. Wieso glaube ich dir das nicht? Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Wir bestätigen. Wir haben. Hier ist dann das High-Gebiet, dieser kleine Part. Middle, Low. Diese Ausrüstung. Ja, hier sind noch einiges zu entdecken. Naja, machen wir uns nichtsdestotrotz. Dann können wir hier rüber gehen. Oder arbeiten wir uns hier unten lang? Ach. Ein paar JDF-Flossen jetzt. Ich könnte tagelang schlafen. Gute Arbeit. Ja, dann ziehen wir weiter von deinen. Voller Elan. Mit einem Spleen und einem Sparen, naja. Ich bin ein schlechter Reimer. Das werden wir auch aufhören. Sonst habe ich hier gar keinen Zuschauer mehr. Selbst im TS hätte ich dann keine Leute mehr, wenn ich anfange zu reimen. Präsenz entdeckt. Hey, hast du Geld? Ha? Was ist das für eine Uhr? Schau, Leute! Oh Mann! Noch irgendwo jemand, der. Was auf den Sack will? Nein? Ah, die wollten den hier wieder ausrauben. Den JTJ. Den Heini da. Dessen Name ist mir. JTF, genau. Den JTFler. Schlüssel gefunden. Taschen durchsuchen. Nichts. Ja. Das hätten sie einen Tick schöner machen können, aber ich will jetzt nicht beschweren. Zivilisten sind sicher. So. Ja, hier ist hier überhaupt nichts drin. Meine Güte, jetzt habe ich gehofft. Oh, was Dolles. Diese Stadt braucht Helden wie sie. Puh, yeah. Da müssen wir gleich mal umbauen. Ich bin zwar eigentlich kein MG-Freund, werde mich auch baldesgehend. War ja gar kein MG, das ist ja noch besser. Nehme ich auch sowas um, switchen. Ach, Stufe 8. Toll. Stufe 8. Wer hat schon Stufe 8? Aber die können wir anlegen und gleich mal F. So. Anwenden. Ja. Magazin. Das packe ich da rein.
Ja, machen wir das so. So, einmal das und dann zum anderen gehen wir auf die Waffe mal kurz nochmal ein. Nein, nicht auf die. Auf die. Die Optik und da. Ah, gut, da kann ich ja nichts machen. Schade. Entweder die oder eine andere werde ich mir als Hauptwaffe dazu nehmen. Jo, dann gehen wir mal weiter. Das nächste Ziel ist. Oh, haben wir das da drüben vergessen? Schön jetzt mit Laserpointer. Eine einfache Risikogewinnrechnung. Was so? Ja, ich mag das einfach mit der Feuerautomatik. Na los. Hab schon Besseres gesehen. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid, ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann, ich musste abhauen. Nichts? Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz und kostenlose Mahlzeiten kriegst? Nein, nein, tut mir leid. Also reiß dich zusammen, sonst wirst du bald feststellen, wie es ist, von draußen reinzuschauen. Wir haben keinen Platz für Totenballast. Das ist die letzte Warnung. Dann helfen wir mal der JTF. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, oh, komm, komm. Bitte komm. Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Ein Kampf mit den Cleaners. Nein, keine Cleaners. Plünderer sind hier unten. Ah, da hinten, mit dem soll ich sprechen, okay. Vorsicht, da kommen Cleaners. Das sind keine Cleaners. Die nagen an den Knochen ohne der Stadt. Sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Oder doch. Tangos im Anmarsch. Oh nein. So, nachgeladen haben wir. Och, geh mir doch mal aus dem Bild, du meine Herren. Komm schon, eliminiert die Bastarde. Schlag die Plünderer in die Flucht. Ich muss nachladen. Schießt sie zu Brei. Ich stecke fest in der Stadt. Eliminiert die Bastarde! Wieso treffe ich den gerade nicht? Die haben keine Strategie, die schlagen. Oh Mist! Wir sind hier fast fertig. Die kriegen langsam Angst. Ich muss nachladen. Lauf zu, dann rennen sie weg. Oh mein Stütje. Was war denn das jetzt? Ich drück doch Neustart. Hallo. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wieso geht der Chat auf?
Jetzt hat er's. Keine Ahnung, was da gerade los war. Hey, 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 hey. Entweder der Server hatte gerade irgendwie einen kleinen Hänger oder keine Ahnung. Aber mit dem Gewehr war ja gerade am Ende ging kein Schuss mehr raus. Und ganz ohne Schuss ist das schon echt scheiße. Jetzt sind wir durchgebrochen. Hey, seien Sie vorsichtig! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ja, es gibt gerade eine leichte Verzögerung, weil leicht ist noch freundlich ausgedrückt. Das ist unsere Chance. Ich hab was für dich. Oh. Unser kommt keiner. Nicht nachlassen, mach weiter. Schlag nach, sie haben ihn. Ja. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Das haben wir ohne sie nicht geschafft. Ich sind danke. Gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Hast du eben schon gesagt und dann wurden angegriffen. Also in der Variante ist das jetzt nicht so überzeugend. Um es mal einfach gesagt zu haben. Gut zu wissen. Und noch ein paar Elektroteile. Oh, noch mehr Elektroteile. Da freut sich mein Herz. Denn Elektroteile sind was ganz Feines. So. Dann würde ich sagen, ab zum nächsten. Und zwar dahin. Ja, hier Rick. Hallo? Wer ist da? Gefällt dir das? Um 4 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt zu werden? Sehr anständig von Ihnen. Ich revanchiere mich dafür, versprochen. Es können doch nicht alle Müllhaufen in New York abgesucht sein. Okay, naja. Also das Hecheln fand ich gerade sehr geil. Also so ein Anruf in Nürnberg, wenn es ein Weibchen ist, also eine weibliche, eine Dame, eine Frau. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Die möglichst auf Distanz. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Angriff im Anmarsch! Wo wartet gut, ihr? Schlagt euch zu, dann hören Sie weg! Die Lichter durch! Wenn uns um! Schnappt euch die Bastarde! Also, eine Verzögerung gibt es definitiv. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gut, dass Sie aufgetaucht sind. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Wir brauchen Sie. Denken Sie immer daran.
Agent? Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Skaha Militärversion. Das macht mich auch gerade echt. Überlege ich gerade, sei mal so. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepfuscht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen? Du glaubst nicht, wie gut ich mit Antennen umgehen kann. Also richtig gut. Ich zeig dir meine Antenne. Oh Gott, der war so schlecht. Wenn der noch schlechter gewesen wäre, wäre der grauenvoll gewesen. Und trotzdem zeige ich dir, wie ich mit meiner Antenne umgehe. Hopp. Hoch. Hoch. Drei Bedrohungen gesichtet. Da drüben auch noch ein paar Bedrohungen. Da draußen ist doch was. Hier, pack ihn! Achtung! Erledigt den Hund! Komm auf. Ja, so eine leichte Schadensverzögerung gibt es. Tief einatmen! Ja, dann ab. Und drücken wir den Knopf. Ein Timer läuft und wir müssen uns beeilen. Okay. Ich will mir das Bedürfnis, das durchzudrücken. Das Renn. Die Renntaste. Das Renntaste. Genau, das Renntaste. Aber brauche ich ja nicht. Macht er soweit selbstständig. Haben die echt die kommen Scheiß durch? Wir haben Besuch! Boah, das war aber wenigstens jetzt eine Sekunde Verzögerung. Mal sehen, wie dir das schmeckt! So. Oh, dann haben wir es schon geschafft. Sehr gut. Nun sieh mal einer an. Das war richtig gut. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benny wäre auch so geschickt. Bauplan Skarha. Und ein Telefon gefunden. Sehr gut. Auskunft, wie können wir helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay, Ma'am. Wie heißt er? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und... Wir haben gerade eine neue Landung. Ach, verdammt, jetzt habe ich es außerdem weggeblendet. Ich guck da... Wollte eigentlich nur gucken. Ach, shit. Sorry, Jungs. Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. Naja, dann gehen wir mal hier so ein Safe House, wenn wir das schon mal machen. Das sind nur Zivis. Zivis können wir in Ruhe lassen. Okay, das war jetzt ziemlich dämlich von meiner Seite aus. Aber hey, chilling out now. Drawn together, chilling out now. Ja, sorry, dass ich dich jetzt nicht gesehen habe, dass du was... Ha, leck mir doch, Miststück. Schauen wir mal, wo ist der Safe House? Oh, hübsch. Ein bisschen im Eimer, aber... We have food. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Dann mal gucken. Die
Joint Task Force. Also Cops, Feuerwehr, Rettungsdienst, Nationalgarde, Reservisten. Die tun, was sie können, um einen Anschein von ziviler Ordnung aufrechtzuerhalten. Damit die Scheiße nicht... Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier! Respekt für diese Leute! Erfreuen Sie sich an Manhattans bestem Angebot. Was hast denn du da? Die gefällt mir natürlich. Die gefällt mir natürlich besonders gut. Wobei, ich werde mir wahrscheinlich Skaha nehmen vorerst. Oder ich bin gerade am echten Überlegen. Weil die hat schon was. Die Directive 51 ist mehr eine Art geheimer Machtübernahmeplan. Um das sicherzustellen, was die Sesselpupser Fortbestand der Regierung nennen. Hört sich gar nicht so gruselig an, oder? Bis man herausfindet, wie es funktioniert, nämlich, dass sie versteckte Regierungs... Eine Magnum. Auch was Feines. Und sobald Directive 51 in Kraft tritt, werden diese Agenten aktiv. Das heißt, unsere Regierung unterhält Schläferzellen in unserem eigenen gottverdammten Land. NSA-Typen, die wie du und ich aussehen, bis der Schalter umgelegt wird. Ja, und dann beginnen sie, die Leute zusammenzutreiben. Stecken sie... Leider kann ich Ihnen keine Tüte dafür geben. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Oh, der Kerl gibt mir gerade echt auf den Keks. Ich brauchte unbedingt neue Visier, das ist ja... okay, das ist... ein bisschen weniger Lebenspunkte, aber da deutlich da eine Verbesserung, das nehmen wir. Rucksack technisch, mal gucken. Das wird schlechter, das wird alles schlechter, okay. Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Irgendwie. Ich habe Ihnen einen fairen Preis gemacht. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Hängt ja sogar ganz leicht. Ne, verliere ich zu viel Schaden. Das mag ich nicht, wenn ich sehr viel Schaden verliere. Die könnte ich anlegen. Das verkaufen wir mal. Das verkaufen wir auch. Leider kann ich Ihnen keine Tüte dafür geben. Nein! Also gebe ich ja alles zurück. Ich wollte unbedingt eine Tüte. Und die Schrotflinte da unten am Bein, das sieht so pervers aus. Hallo Agent. Ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich schicke Ihnen alle Informationen, die ich über dieses Gebiet erhalte. Aber ein Rat, seien Sie in diesem Bezirk besonders vorsichtig. Zum einen ist es schmutzig und zum anderen ist es die Hölle für Allergiker. Der tut mir gerade leid. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja. Gucken, was haben wir in dem Bereich noch so? Ein paar neue Missionen. Wir haben gerade eine neue Ladung. Agent! Wir brauchen Ihre Hilfe, um einige Sterilisatoren zu sichern. Gerade bei diesen versifften Zuständen brauche ich sie dringend. Allerdings sind sie im Abwasserkanal. Bitte finden Sie sie und desinfizieren Sie alles danach. Jetzt soll ich auch noch desinfizieren. Wo bin ich denn hier gelandet, meine Herren? Die Apokalypse geht mir gewaltig auf den Sack. Sie haben was gut. Vielleicht haben wir
dann. Da die nicht auf meiner Route liegen, lasse ich die mal leben. Ich formuliere es mal anders. Ich hoffe, dass die nicht auf meiner Route liegen. Weil ich irgendwie... Sonst wäre ich mich jetzt ganz halt falsch gelaufen. Das wäre echt uncool. Oh, ein Glück, dass Sie die Sterilisatoren gefunden haben. Ich brauche sie. Ich meine, wir brauchen sie. Dringend. Vielen Dank. Level 8 erreicht. Und schon können wir die Waffe wechseln. Inventar, ich mag so eigentlich die Waffe. Ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht die sogar behalte, aber... Mal gucken. Und erstmal Muster drauf. Ja, ich will das Muster woanders runter haben, sonst würde ich es ja nicht wählen. Feuergeschwindigkeit, Stabilität. Und jetzt die Frage, was ist wo drauf? Achso, genau, ich würde eins noch gucken, was ist jetzt der Schadenunterschied? Die andere ist trotzdem stärker. Ich werde mir jetzt mal einen Test machen. Ah, da unten sind ja gleich ein paar Testobjekte. Nee, nicht meins. Überhaupt nicht mein Geschmack. Ich hatte noch nichts fallen lassen, wieso gehe ich herunter? Ach, bin ich dämmelad. Naja. Inventar, F. Machen wir erstmal. Ja, ich will das runter haben. Ja, ich will das. Ja, ich will auch das runter haben. Und das will ich auch runter haben. Jetzt müsste die wieder nackt sein. Und jetzt gucken wir mal, was mit dem Zerlegen. Schrott zerlegen. X. Waffenteile, okay. Jetzt war, ja, ihr sieht das doch schon viel schöner aus. Magazingröße. Naja. Magazingröße und vertikale Stabilität. Jetzt die andere. Jetzt werden wir noch angestupst. Das werden wir aber auch gleich machen. Die Folge ist ja nicht mehr gar so lange, da kann ich das dann gleich bearbeiten. Das war nämlich einer von der Gruppe, mit der wir bald unterwegs sein werden. Ja, es sieht auch schon besser aus mit der Waffe. Ah, perfekt. Ausgang gefunden. Und komm, einen kleinen Auftrag machen wir euch zuliebe. Weil ich euch so mag. Ja, ich mag euch. Euch alle. Und ich habe heute noch nichts getrunken, sonst würde ich mir was anderes sagen. Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Ja, das ist so eine, war in der Beta schon so ein Ding von mir, Türen zu machen, ich weiß nicht. Das ist so ein Bedürfnis. Also nicht wundern, wenn ich immer mal zu einer Tür renne. Geh rein! Los! Wir sind hinter dir! Bewegung! Los, los, los! Doch, danke, Arschgeigen.
Mann, die kümmern sich einen Scheiß um uns. Alle sterben. Nicht zurückweichen. So, wir kamen, wir sahen und wir töteten sie alle. Und ich renne natürlich voll ins Tränengas. Da ist ein Handy. Da ist ein Handy. Beim Tränengas wird sogar die Bewegung beeinflusst. Oh mein Gott, hast du Arias neues Video schon gesehen? Scheiße, das ist total geil. Sie sieht so toll aus. Hast du gehört, dass sie mit dem Sänger dieser schwedischen Band ausgeht? Was? Niemals. Oh, der ist so süß. Sein Haar ist göttlich. Gott. Ich liebe ihn so sehr. Sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein. Hör auf zu telefonieren. Du musst dir die Nachrichten ansehen. Ich muss auflegen. Mama wird neidisch. Ich rufe wieder an. Okay, dann bis später. Bye. Oh Gott, was für Frauenprobleme. Entschuldigung, aber was für verdammte Frauenprobleme. Erledigt, verdammt! Wir kamen, wir sahen und wir töteten. So geht das. Ich nehme nur, was denke, mir zusteht. Ich denke die ganze Zeit an den Virus nach. Woher er kommt. Nachladen. Es wird uns... Gute Nacht, Schätzchen. Nachladen. Er versteckt sich davor. Auf die Knie! Oh ja! Schnappt ihn euch! Sie bringen uns um! So. Ja, wir bringen euch um. Und so, schnell und radikal. Dietrich. Dietrich finde ich immer sehr gut. Denn Dietrich ist... War praktisch. Moinsen. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Na dann geh. Jetzt kommt der erste Mein. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Ja, sehr gut, das Thunfisch-Sandwich. Ja, und ich würde sagen, damit war es auch schon wieder für diese Folge mit mir, dem Oro, bei Tom Clancy's The Division. Bis dahin, tschüss.